Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Top. Und ihr seht es schon, ich bin von rechts nach links gewandert. Das hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Nein, ganz anders. Mein PC-Setup hat sich verändert, oder eher gesagt, hier so im Hintergrund. Wenn ich jetzt hier so wackel, dann sieht man das so halbwegs. Ich habe so ein Greenscreen mir angeschafft. Ich bin sehr genial, weil dieser Greenscreen ist so zum Ausklappen und Hochfahren. Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn ich mich mal geärgert habe, habe ich gern den gemacht. Das geht nicht mehr, weil da ist keine Dachschräge mehr. Und diese Dachschräge hat auch ein bisschen verhindert, dass dieser Greenscreen hinter mir konnte. Ja, jetzt seht ihr aber nur noch mich und nicht mehr mein unaufgeräumtes Hinterweltzimmer da, ja. Und das ist sozusagen meine erste Aufnahme hier mit Greenscreen. Und damit werde ich auch, glaube ich, noch ein bisschen experimentieren, pipapo. Aber ist ja jetzt erstmal egal. Wir haben das Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Oder wie ich auch gerne sage, Düsseldorf. Ich mag sie nicht. Also, ich habe da schon gearbeitet. Ich mag die, also, viele Menschen mag ich, nee, die haben was leicht Hochnäsiges. So, alle Düsseldorfer, die mich abonniert haben, deabonnieren mich jetzt. Ist es mir egal. Die müssten eigentlich wissen, dass ich Kölner bin, mit meinem FC-Safe, mit dem Fortuna-Safe. Und ich finde ja doch immer diese Trikots so geil. Entschuldigung. So. Pokal. Wir spielen gegen Fortuna Köln. Das ist unser bevorzugtes System. Ich habe ein bisschen, genau, Spieler aufholen. Nach unserem 1:1 Auftakt unentschieden haben wir gegen Braunschweig unterirdisch gespielt. Das sieht man nicht am Spielstand, aber ich glaube, die hatten 20 Chancen. Das ist katastrophal. Gegen Regensburg, das ist total schmeichelhaft, dass das nur 3:2 auch wieder ausging. Wir haben beide Spiele abgrundtief schlecht gespielt und ich weiß nicht, wie wir das in der zweiten Liga schaffen sollen. Das wird unglaublich schwierig. Bochum hat auch 2 Spiele verloren. Kein Wunder, dass wir dann... Ja, gut, gegen Hannover, ne? Gut. Sü. Nehme ich aber auf. Ich nehme auf. Gut. Ich bin jetzt übrigens hier hingewandert, weil das hat den Vorteil, wenn ihr so auf ein Team raufgeht. Nee. Ah, doch. Dann seht ihr endlich das hier. Dann seht ihr zwar nicht mehr das hier, aber... Doch, ihr seht das hier noch. Hier. Ich bin favorisiertes Personal. Ist das nicht geil? Ich dachte kurz, hier steht Jürgen Klinsmann. What the fuck? Gut, wir spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Ach ja, wir haben ein paar Verletzte. Skrivanek. Schlüsselbeinbruch. Ich hasse. Und er hat mittlerweile übrigens ein Bild bekommen. Sehr cooles Bild, wie ich finde. Ich mag ihn. Schlüsselbeinbruch. Oh, ist auch nicht mehr so mutig. Kein Wunder, wenn er sich Schlüsselbein bricht. Exlager und Brücker waren ja eh verletzt. Zwischendurch war auch Röcker noch verletzt. Ach ja, wir haben übrigens einen neuen Spieler. Also, es hat sich noch was auf dem Transfermarkt getan. So. Potter habe ich noch immer nicht. So ganz am Rande. Wir haben Horter verliehen an Meppen. Die haben zumindest das komplette Geld übernommen. Hat sogar ein Spiel nochmal für uns gemacht, weil die beiden anderen ja ausgefallen sind. Da hat aber so schlecht gespielt. Ich habe ihn rausgenommen. Dafür haben wir aber Roger Tamba im Pinda geholt. Ablösefrei. Ich wollte ihn eigentlich schon vorher geholt haben. Defensiver Mittelfeldspieler. Ehemals Juventus Turin. Aber als er sozusagen noch Vertrag hatte und der Vertrag auslief, hätte er mich 1,6 Millionen Ausbildungsentschädigung pipapo gekostet. Habe ich gesagt, nö. Der hat halt Riesenpotenzial noch und soll es bald erobern. Der ist schon jetzt für seine 20 Jahre richtig gut. Und der ist erst vor ein paar Tagen 20 Jahre alt geworden. Also der gefällt mir echt gut so als Backup. Wird rangeführt langsam, aber trotzdem. Ich mag ihn. Genau. Ach ja, ich bin wieder auf unser 4-2-2-2 zurückgegangen aktuell. Weil das wollte irgendwie nicht so richtig. Ich weiß noch nicht wieso, aber es wollte nicht. So, Damani ist gar nicht so fit. Für rechts... Könnt Vassiliadis spielen lassen, aber der ist ein anderer. Der ist Linksfuß. Na komm, lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, wir gehen so ins Spiel und hoffen aufs Beste im Pokal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es läuft aktuell nicht so gut.
Es läuft echt nicht so gut. Vorteil übrigens an Greenscreen ist, ich kann mich was größer machen. Ihr seht mehr Emotionen. Emotionen. Ja. Emotionen, ja. Wen haben wir denn hier? Indy? Nur von. Ich wollte gerade sagen, sieht man nichts. Doch. Nielsen. Wolf ist im Tor. Geißelmann links. Ach ja, Melem hat jetzt auch mittlerweile ein Bild bekommen. Und Heitic auch. Ich habe mich mal dran gesetzt. Alle, die kein Bild haben, haben jetzt ein Bild bekommen von mir. Zumindest in unserem Team. Also in der ersten Mannschaft. So. So. Ach, ich hatte noch gar nicht gesagt, was überhaupt die Saisonerwartungen so vom Vorstand und so sind. Einerseits Pokal, erste Runde erreichen, tata, wir haben es geschafft. Und andererseits, das gucke ich gleich nochmal nach, ist so eine schöne Formulierung. Ihr habt alle hart trainiert, genau. Zumindest hier Damani und Pulido sind hart motiviert. Es ist mir egal. So. DFB-Pokal. Auf geht's, ab geht's. Oh, die haben hier sogar original Zweitliga 3D-Trikots. Schon cool hier, ne? Zweite Liga. Fällt mir gerade auf. Bochum müsste es auch gehabt haben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich nicht so drauf geachtet. So. Wir haben im Angriff. Damani hält den Ball. Nein, er verliert den Ball. Andy. Andy wir. Nee. Nielsen. Oh Gott. Uff. Das kann ja was geben hier. Das kann was geben. Oh Gott. Oh Gott. Die kommen hier viel vors Tor, aber irgendwie nicht gefährlich. Ecke. Ecke sind mal gefährlich. Damani. Nö. Das war scheiße. Jetzt kriegen wir einen Konter. Ich sehe es doch schon kommen. Zimmermann. Oh, da geht das Tackling sonst wohin. Oh. Genau auf den Keeper und Boss hält. Boah, es ist voll hier, ne? Ah, hier steht es noch nicht. Also, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Das ist genial. Ach Gottchen. So, Ecke. Düsseldorf. Ich ahne Böses gegen die übrigens. Immer geklärt erstmal. Oh, Hoffmann ist viel zu frei unter Barlock und. Ah, oh, geklärt. Ja, Wahnsinn. Komm, Kette Ruhe. Konter. Schöner Pass auf Röser. Komm, Röser. 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 Oh Gott. Wo ging der denn hin? Wo ging der denn hin? Gefällt mir noch nicht so. Komm, wir gehen mal was. Wir gehen es jetzt mal offensiver an. Ja, leck mich doch. Ist doch alles egal. Lang. Einwurf. Zu Röser. Nochmal zu lang. Flanke. Das war scheiße, aber es ist Damani. Der sieht Röcker. Oh, Röcker. Hol dir den Ball! Mann, ey. Ich weiß nicht, was mit denen in der mittlerweile in der neuen Saison los ist. Das ist katastrophal. Pulido. Uafero. Langer Ball. Ach, da ist Keterul. Der holt sich noch einen Ball. Sehr schön. Na, die Flanke war scheiße. Jetzt geht das doch wieder zurück zu denen. Ah, ich krieg die Krise hier. Holt euch doch mal den Ball. Ja, Leute. Langer Ball. Langer Huf. Uafero. Oh, boah. Warum geht... Was machst du da? Uafero, Boss, was soll der Scheiß? Ey, guckt euch das an. Das ist die ungefährlichste Situation, die man haben kann. Uafero. Doc, warum geht Boss da nicht hin? Warum? Was soll der Scheiß? Oh, leck mich doch. Oh, wir spielen so einen Scheiß zusammen. Wir gehen gnadenlos wieder in die dritte Liga runter. Ey, das ist... Oh. Pulido wird abgegrätscht, Röcker. Flanke, da ist Röser, da ist Keteru. Oh, Leute, Leute, Leute. Vier, zwei klare Torschancen, die zwei klare. Ja, super geil. Ja. Das gibt's doch nicht. Los, Attacke. So, Damani mit dem Freischuss. Bestimmt kommt ein Konter jetzt. Oh, Kegel, Kegel. Wer ist schneller? Kegel ist schneller, verliert aber trotzdem mit dem Ball. Ja, geil. Oh, Kegel hat nochmal einen Ball. Verliert er jetzt nochmal? Nee, Röser. Komm, Röser, du hast Zweitliga-Erfahrung. Flanke, da ist Keterwohl, da ist Damani. Da. Ja. Ich habe nämlich mein Sound-Dings-Stream-Deckboard da woanders. Jetzt nicht mehr hier, sondern da. Habe ich gesucht. Oh, 1-1, Damani.
Schön von Keterruhl und Armani direkt rein. Gut, dass ich ihn drin gelassen habe. So, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, woanders jetzt hinzugreifen. Das ist doch Automatismus geworden. Gehen wir ein bisschen zurück hier. Ach Gott. Eieieiei. Es gefällt mir aber trotzdem nicht, was ihr... Ich bin unzufrieden. Ah, was sage ich dir denn? Vorsichtig. Du hast keinen Druck. Oh, jetzt sieht es nochmal angespannt aus. Mimimi. Immerhin hast du ein Tor gemacht. Kegel gefällt mir nicht. Hallo, Brandenburger. So. Machen wir es diesmal so. Bewährt. Alter, was ein Anstoß hier. Oh, jetzt macht hier keine Tricks. Das kann ich gar nicht haben. Nicht gegen Düsseldorf. Oder nicht allgemeine Pokal. So, Gisema, Einwurf. Barkok. Da lösen sie sich spielerisch von hinten raus. Warum gehst du denn da nicht weiter hinterher, du Kack? Geiles Highlight. Top. Entscheidende Highlights. Pop. Pop, genau. Top. Heieiei. Gieselmann. Zu Lofon. Oh, der hier ist frei. Der ist viel zu frei. Ich sag doch, der ist frei. Warum hört denn keiner auf mich? Ach. Ihr habt doch den Arsch offen. Ihr seid doch zu dumm zu kacken, ey. Meine Fresse. Ah, Leute, ey. Das gibt's nicht. Die sind... Ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass sie aktuell in der Defensive drumtölpeln wie Fallobst. Das kann ja nicht angehen. Das kann ja echt nicht angehen. So, Röser. Weggetackelt. Ja, komm. Scheiß drauf. Ist doch egal. Ist ja nur Pokal. Ist ja nur Einnahmequelle für uns, die wir brauchen. Warum geht da kein Schwein drauf? Meine Fresse, ey. Ich kotze euch in die Kinder, ey. Meine Fresse, ey. Pulido spielt auch wieder einen Dreck. Ah. So. So, Attacke. Außer wir kriegen jetzt das... Nee, wir kriegen nicht das 3-1. Auch wenn das Netz wackelt. Das ist der Lufthauch. So stark war der geschossen. Ah, kommt mehr nach vorne. Ich will mehr sehen. Oh, die spielen so scheiße. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was sie für ein... So ist das Bild schon die letzten drei Spiele... Oder die letzten zwei Spiele plus das hier. Es ist die ganze Zeit so. Das kotzt mich an. Ja, es sind... Oh Gott, es sind viele Weitschüsse. Könnt ihr auch mal nach vorne kommen? Ihr Idioten. Das kann der. Komm, mach mal einen Trick, war scheiß drauf. Und Tamani. Du machst einen unterstützenden Spielmacher, ja, das kannst du. Nee, du machst jetzt den Ballerobernden verteidigend. Attacke. Guck mal, geht direkt. Taktik geht auf lang. Keterruhl. Schön, da ist Armani. Das ist 2:2. Ja. Geht doch. Spiel ich halt am Ende mit Dreiersturm, ist mir auch egal, ey. Meine Jüde. Tamani ist putt, spielt aber super. Ich könnte nochmal wechseln, ne? Boss-Spiel, ja gut, dass der eine Scheißnote hat, ist klar. Jetzt kommt mal Kiew für Uafero, weil der Scheiße gespielt hat. So. Wollt ihr noch ein, zwei machen? Oh Gott. Boss. Alter, was ist denn das für ein Abschuss schon? Da kotze ich ja schon im Brillenstrahl. Ah, oh, immerhin das weggeklärt. Keterul. Zu Damani.
Damani, schick, Keterul, sehr schön. Komm, bring ihn in der Mitte, bring ihn in der Mitte. Da ist Falahan. Drüber, 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 drüber. Schade, schade. Ah. Aber hier passiert irgendwie chancentechnisch, schusstechnisch nicht viel. Damani ist gut. Komm, mach doch noch ein Tor für mich. Mach dein Tor für mich. Sie tun es nicht. Wir haben ja keine englischen Wochen, die uns irgendwie. So, alles reinhauen. Ja, super. Könnt ihr jetzt eigentlich nochmal wechseln? Sehe ich das irgendwo? Ich kann ja einfach mal spaßeshalber. Brandenburger spielt auch scheiße. Mir im Spiel auch nicht so dolle. Darf ich? Ah, ich darf. So. Jo, weil der ist was fitter, der kann eher hinten. Obwohl, das ist eigentlich ist so sinnvoller. Kann der das? Gut. Teamwork. Ja, ja, der sieht gut aus dafür. Gut geeignet. Auf geht's, ab geht's. Verlängerung! So ist mir die Entscheidung abgenommen worden, wie viel Spiele ich in diese Folge haue. Genau eins. Wir drücken. Wir drücken! Und die haben den Ball. Gieselmann. Oh, Nielsen. Oh Gott. Ja. Gibt's noch nicht. Oh, jetzt haben die noch eine Chance hier wahrscheinlich. Iloa, Fink. Ja! Kein Foul. Komm, Konter. Ja! Röser. Oh, Foul! Hand! Oh, leck mich doch. Drauf! Wie kann der Hennings den Ball da so frei einnehmen? Der Ball ist ewig in der Luft. Ewig. Warum gehen eigentlich da immer beide drauf? Ich habe einen Ball erobert im Mittelfeldspiel. Was ist denn daran so? Oh. Keulen. Ihr macht mich fertig. Ah, der Mann ist put ohne alle, ey. Put ohne alle. Wisst ihr Bescheid. Passiert auch nichts mehr in der Halbzeit. Ich kann ja eh nicht mehr wechseln. Zumindest wäre es mir neu, wenn ich jetzt nochmal wechseln kann. Ja, komm, hallo? Kann ich nichts mehr sagen? Na gut. Kann ich nochmal wechseln? Bestimmt nicht. Nö. Jo. Wir müssen den Ball kriegen. Ja, yes. Warte mal, auf kraftvolle, wenn. Okay. Kommt schon. Ach, mach doch einfach was. Das ist doch eh das Anschluss-Highlight, ich kenne das doch. Oh. Was ist das für ein Pass? Entschuldigung, aber was ist das für ein Pass? Das ist doch nicht das Anschluss-Highlight. Doch. Ah. Ich fordere mehr von euch. Los! Vollidioten. Alles auf Angriff hier. Bin doch jetzt scheißegal. Passiert hier mal etwas? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es passiert natürlich nichts mehr. Warum kommt kein Highlight mehr? Nein, es ist natürlich verloren.
Leck mich, FM. Leck mich. Scheißspiel. Also, da kommt so ein Pass raus, ey. Ach, pfeif doch einfach ab, ey. Das kriegen wir bestimmt noch eins. Nee, Boss hält den Ball. Na, immerhin etwas. Oh, Boss, du Idiot, ey. Also, du bist so ein Kacktor. Hey, der kann aber weit werfen. Kommt jetzt nochmal was? Wie, der pfeift ab. Komm, bring ihn rein. Ja, 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 ja. Ich dachte, der pfeift ab. Ich dachte, das ist das Abpfiff-Highlight. Boah, wenn wir jetzt im Elferschießen abkacken. Ja, ah, ist gut. Oh. Oh, Leute. Ja, komm. Oh Gott, Elfmeterschießen, das hatten wir lange nicht. Das hatten wir, glaube ich, hier noch nicht, nie. So, Hennings gegen Boss. Komm, Boss, jetzt kannst du wieder alles gut machen. Boss, ja! Komm da, Mani. Mach einen Hattrick voll. Oh, bin ich nervös. Oh, leck mich doch am Arsch. Boss, du musst mehr erhalten. Halt alles. Gegen Kahn, Eihahn. Oh, er war in der Ecke. Er war doch eigentlich dran. Scheiß Match Engine. Größer. Komm schon. Ja. Mingnerve. Gieselmann. Oh, der geht mir auf den Keks. Den habe ich so oft gelesen eben. Boss. Sei der Boss im Tor. Alter. Ja gut. So dann nicht. Wiebe. Frisch eingewechselt, du bist noch fit. Du hast noch einen klaren Kopf, du kannst noch denken. Und verkacken bestimmt. Ich hab's doch noch beschrien, ey. Leck mich. Es muss Boss den oder den nächsten halten. Oder die verschießen. Komm, du verschießt. Oh, bleib doch einfach stehen. Bleib doch einfach stehen, dann hast du den. Ach, Mann. Ah. Fallerhahn muss jetzt treffen. Ich hasse Elfmeterschießen. Schön, dass du die Verantwortung übernehmen willst. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock. Ja, schön, dass du in guter Form bist. Jetzt mein Team platt, weißt du, wir haben in 9 Tagen erst ein Spiel. Okay. Ah, oh, immerhin etwas. Ah, oh, es kotzt mich so an. Es kotzt mich so. Wann melde ich mich denn zurück? Keine Ahnung. Was könnte ich euch denn nochmal zeigen? Das sind die letzten Spiele, das will ich jetzt nicht zeigen. Das ist auch noch Bochum nochmal. Was mache ich denn? Mach mal hier Bökelberg. Fritz-Walter-Stadion und Kiel. Also ich will ja schon was mehr springen, weil ich will auch mal ein bisschen was zocken.
Oder ich melde mich zurück vorher, wenn es irgendwie wird. Können wir natürlich auch hier irgendwo. Nee, oh Gott, nee, nicht gegen Augsburg. Ich würde eher so Lautern und Kiel nehmen, glaube ich. Lautern, Kiel. Obwohl, dann tut sich in der Zwischenzeit nicht so viel. Aber ich will auch nicht noch, nochmal Düsseldorf haben. Was haben wir denn? Ja? Komm, ich melde mich gegen Pauli wieder. Pauli oder Dresden. Irgendwie sowas hier. Würde ich mich, glaube ich, zurückmelden. Und ich weiß nicht, ob ich gerade dieses Safe gerade spontan, zumindest jetzt gerade direkt weiterspielen will. Ich bin gerade sauer. Scheiß FM. Fick dich. Mann. Scheiß Elferschießen, das war so klar. Weißt du, da schießen wir in der Nachspielzeit der Verlängerung, schießen wir das 3-3 und dann verlieren wir im Elferschießen gegen diese scheiß Düsseldorfer. Mann, regt mich das auf. Ja, ich melde mich. Keine Ahnung. Pauli oder so wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn euch der Greenscreen gefällt, lasst einen Daumen da. Keine Ahnung. Kommentiert auch fleißig, was ihr zu diesen scheiß Düsseldorfern, von denen so ein scheiß Düsseldorfern haltet und überhaupt. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Madet Jod und bis zum nächsten Mal, euer Raketen-ID. Ciao.